Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht's mit König Diaco Rollerikis von Asturien. Wir sind im Krieg und wir haben abgelost schon wieder. Allerdings nicht im Krieg gegen diese Armee, sind die Umayyad, sondern mit dieser Armee eigentlich, von diesen Provinzen hier, von den Kasit, vom Kasit-Malikat. Ja, wir sind gerade wieder geschlagen worden, haben fast 450, glaube ich, Mann verloren nochmal. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen ausruhen, einmal kurz. Aber ich gehe noch einmal vorher ins Militär, um sicherzustellen, denn ich habe gesehen, hier unten sind zum Beispiel ein paar Leute, zum Beispiel den Portugale-Herzog, dem haben wir es schon verboten, aber hier wäre Graf Hermenegildo von Santiago, unser Ratskanzler, mit einem Kampfwert von 0, den werden wir mal ganz schnell verbieten, hier irgendwie mitzukämpfen, und auch Ximeno von Vizcaya, wobei, Moment, hier ist auch noch unser Ratsmarschall Rodrigo mit 2, dem würde ich das auch verbieten. Unser Bruder, der sollte eigentlich auch nicht kämpfen. Vielleicht ist es aber auch nicht so schlimm. Wobei, dem gehört Kastilien, ja. Ich würde jetzt einmal nur noch gucken bei Veles von Vizcaya, ob wir dem... Wer wäre Haupterbe? Das ist wahrscheinlich sein Sohn. Nee, sein Bruder ist das. Graf Enrique. 13 Jahre jung. Ja, der darf mal mitkämpfen. Wenn es da zu einem Tod kommt, dann ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Würde ich mal behaupten. Gut, dann würden wir uns jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Und hier unsere Truppen wieder sammeln. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ob wir das irgendwie schaffen. Beziehungsweise im Idealfall bekämpfen diese beiden sich. Die Umayyad und die anderen. Ratschlag Söldner brauchen wir nicht, wir haben kein Geld. Das ist das andere Problem, wir haben keine monatlichen Einnahmen, sondern geben aus gerade. Ich kann im Übrigen auch Dankeschön für den Hinweis, man kann, also dieses, was ich immer sage, dass die Aufgebote nicht voll aufstocken, ist angeblich ein Bug. Und man kann es, wenn man sie auflöst und wieder aushebt, dann sollten sie sich wieder auf volle Stärke bringen. Oder andersrum, erst ausheben, dann auflösen. So habe ich das verstanden. Momentan können wir das nicht machen. Im Krieg können wir scheinbar niemanden auflösen. Das geht jetzt nicht. Aber ich werde es probieren. Auch wenn ihr geschrieben habt, das soll mit Patch 1.1.1 oder 1.1.2 behoben worden sein. Ich bin bei 1.1.3 hier. Ich hoffe, dass es daran liegt. Hier bekämpfen sich noch unsere Brüder im Übrigen. Der kastilische Herzog hat scheinbar gerade eine Niederlage erlitten gegen Leon. Das ist interessant. Aber die Armee hier ist besser ausgebildet auf jeden Fall. Gut. Momentan funktioniert es auf jeden Fall, die Aufgebote nach oben zu bringen. 46 pro Monat ist momentan die Sache. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Wir sind hier ganz schön im Minus momentan. Aber es kommen immer mehr. Wir sind auch mehr als die Umayyad hier. 175. Inspiriertes Maßhalten passiert mit unserer Tochter und unserem Mündelinfantin Egilona. Die 9 ist, da müssen wir sowieso einen Lebenswandel mal festlegen, fällt mir gerade auf. Aber gut. Ein gemeinsamer Dieb wurde zum Tod verurteilt. Ich wollte wissen, was meine Tochter Egilona davon dachte und erkundigte mich nach ihrer Meinung. Sie meinte, sie habe daraus gelernt, dass man sich nicht übernehmen sollte. Es kann furchtbar gefährlich sein, sich zu übernehmen. Man muss die richtige Ausübung des Gesetzes lehren. Oder sie muss endlich lernen, wie wenig sich die höheren Mächte und derlei Dinge scheren. Also rollenspieltechnisch müsste man fast sagen, man muss die richtige Ausübung des Gesetzes lehren. Denn wir sind gerecht. Da würde ich sagen, das ist irgendwie gesetzestreu. Allerdings haben wir eine Anspannung von 75 schon. Wir würden jetzt bei plus 25 die nächste Anspannungsstufe kriegen. Das wäre jetzt der Fall. Sie wäre sonst maßvoll. Sie würde gerecht werden. Das würde uns natürlich gefallen, denn wir sind selber gerecht. Aber maßvoll ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Ich würde das mal sein lassen. Einfach, vielleicht weiß unser König arroganterweise auch, dass es nicht gut ist, sich zu übernehmen.
Wahrscheinlich sagte das gerade eher zu sich. Es kann furchtbar gefährlich sein, sich zu übernehmen und dem Kind alles beibringen zu wollen. Das schadet meiner Anspannung. Ich muss mich ein bisschen entspannen. Du kannst maßvoll bleiben, liebes Kind. So, wir werden in den Krieg gerufen von unserem guten Freund König Lothar II. Von Lothringen. Gegen wen willst du denn kämpfen? Gegen einen Bauernaufstand kämpft er. Na gut, okay. Der findet statt wo? Also irgendwo im Land, ist klar. Aber wo genau? Sehe ich jetzt hier nicht. Aber gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Probleme haben mit einem Bauernaufstand, ehrlich gesagt. Wir treten da mal mit ein. Ja, guck mal, hier sind 600 Leute. Die kommen hier mit 1,8. Das wird schneller vorbei sein, als wir da hinfahren könnten. Laufen. Insofern sollte das gehen. So, unsere Truppen sind bei... Wer läuft darum? Herzog Aquitanien hat mit uns nichts zu tun. Wir sind bei 1820. Na, schau an. Wir haben den Krieg gewonnen. Und Arnaud de Bataney ist gefangen genommen worden vom lothringischen König. So, jetzt ziehen sich die Umayyad hier zurück. Obwohl sie kurz vor der Belagerung sind. Kurz vorm Ende der Belagerung. Interessant. Könnte natürlich sein, dass sie jetzt Schiss vor uns gekriegt haben, den sie nicht haben bräuchten, weil wir so stark, wie wir aussehen, gar nicht sind. 1900 Mann haben wir jetzt. Ich gucke mal ganz kurz, wenn die jetzt hier runterlaufen, dann würde ich da tatsächlich mal nachbelagern. Denn ich glaube, unsere beste Chance ist tatsächlich... Oh, jetzt fängt sie an zu ruckeln. Ist, glaube ich, wirklich diese Hauptstadt einzunehmen. Dann sollten wir im Kriegsstand deutlich nach oben schnellen. Aber erstmal hören wir ein offenbartes Geheimnis. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Bruder Infant Alvar, das ist der Mann von Kastilien, der Herzog von Kastilien, soll eine außereheliche Affäre haben. Seine Affäre Eslonsa ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Wie kann er es wagen, das heilige Sakrament der Ehe zu beschmutzen? Eslonsa ist Höfling, 31 Jahre, hat unser 20-jähriger Bruder sich da jemanden geholt und sie ist schwanger. Sie ist unzüchtig und schwanger. Eine faule, ruhige, bescheidene Frau. Tja, mein Lieber, ich glaube, das darf, das ist schwierig. Wir kerkern Eslonsa ein. Die gesamte Familie von Eslonsa verliert Meinung. Und Eslonsa verliert Meinung. Unser Bruder erhält Ehebrecher und eine Hingabestufe. Verliert er. Die Herzogin Menenenda, Moment, da muss ich jetzt auch nochmal gucken, wer jetzt das ist. Das ist die Herzogin von Kastilien. Achso, das ist seine Frau. Ja, logisch. Klar. Oder diese Anschuldigungen sind nichts als Boshaftigkeit und Lügen. Dann kriegt er Meinung von uns, also beide in dem Fall. Ja, ich glaube, als sadistischer, arroganter, gerechter, gottesfürchtiger Mann, der wir jetzt nach unserer Pilgerreise sind, können wir das leider wieder nicht gutheißen und werden dieses Verbrechen natürlich nicht ungesühnt lassen und Eslonsa einkerkern, so wie sich das gehört. Und liebe Eslonsa, ich muss dir sagen, in unserem Kerkern sterben die Leute relativ früh. Das kann man so sagen. Dass meine Gefangene Eslonsa ein Kind aus einer sündigen Vereinigung unter ihrem Herzen trägt, ist kein Geheimnis. Schließlich ist sie keine verheiratete Frau. Allerdings wurde nun endlich das Geheimnis um den Vater des Kindes gelüftet. Infant Alvar ist für diese Misere verantwortlich. Der wird uns jetzt natürlich nicht mehr mögen. Jetzt kennt jeder die Wahrheit. Ich pausiere mal einmal. Ich mache mal ein bisschen langsamer, nur falls hier irgendwas Wildes passiert. Ich würde jetzt einmal tatsächlich mal in den Kerker gucken und sie mir mal anschauen. Kann man die auch wieder freilassen? Für 10. Unser Bruder würde 10 zahlen für sie. Das ist ja ein Witz. Aber gut, wenn sie jetzt ein Kind kriegt bei uns im Kerker, ist das auch nicht cool. Wie sieht es hier aus? Die Umayyad belagern in Tudela und wir belagern da oben. Die Kasid scheint das nicht zu kümmern. Die belagern jetzt hier die Umayyad. Das soll mir recht sein. Und unsere Brüder bekämpfen sich hier weiter. Wir sind immer noch ordentlich im Minus. Das ist halt richtig blöd. Ich glaube, es gibt auch einen ordentlichen Abzug bei Kämpfen, wenn man da im Minus ist. Aber diese beiden
Gebiete zu bekommen, wäre ganz hervorragend. Das würde unsere Domäne dann auf 5 von 5 erhöhen. Das wäre wirklich nicht schlecht. 325, das ist eine ordentliche Festung, die hier steht. Aber es geht voran und es reagiert keiner. Wir brauchen Kohle, das ist ganz klar. Aber auch das würde sich, glaube ich, verbessern, wenn wir diese beiden Gebiete dazu bekommen würden. Ich lasse mal einfach laufen, hier passiert nichts. Also gut, hier passiert einiges. Hier zum Beispiel passiert gerade einiges. Wer ist denn das? Die Grafschaft von Santiago kämpft jetzt gegen die Großstadt Benevente. Also innerpolitisch ist hier wirklich einiges los in Asturien. Die bekämpfen sich hier alle gegenseitig. Also, naja, gut. Wir haben mächtige Männer hier bei uns. Die sind alle mächtiger als wir teilweise. Gut, aber hier geht's erstmal weiter. Seid gegrüßt, meine Lehnsherr. Ich habe herausgefunden, dass Gräfin Ermenisindas ererbte Vasallenbande ihr auferlegen, mehr an euch zu zahlen, als ihr bisher eingefordert habt, sagt der Graf von Santiago. Und das ist die Gräfin von Monterrey, also hier. Entweder ein schwaches Druckmittel oder die Feudalsteuern erhöhen. Warum nicht? Wenn wir das dürfen, dann machen wir das gerne. Wir haben eh wenig Geld. Zeit, dieses Unrecht richtig zu stellen, passt auch zu unserem gerechten Charakter. Minus 2,1, das ändert sich aber quasi gar nicht. Ich glaube, es war minus 2,2 vorher. Aber gut. So, Salz in der Wunde. Hier werden echt viele Kämpfe geschlagen. Wir sind hier fast durch. Naja, 263. Ah, jetzt kommen sie aber zurück. Mit einer fast gleich starken Armee. Das könnte, wenn wir das nicht schaffen hier. Und die ziehen sich zurück. Dann müssten wir uns wahrscheinlich auch zurückziehen, denn wir wissen, dass wir da keine Chance haben. Wenn wir die Belagerung nicht durchhaben, dann müssen wir gleich darauf achten. Da stelle ich schon mal langsamer. Weil wenn die uns erreichen, das schaffen wir nicht. Nicht ohne Geld und mit so schlechten Rittern. Gut, Salz in der Wunde. Während ich mit Roderico, unserem Sohn, unserem Spielererben und Mündeln, der uns liebt, auf dem Markt war, fiel ihm ein Verbrecher auf, der an den Pranger gekettet war. Roderico sah sich den Verbrecher eine Weile an, als dieser nichts tat, als zu husten und um Wasser zu flehen, verdrehte Roderico die Augen und ging weiter. Ein Verbrecher verdient nichts als Verachtung. Gefühllos, tja, das ist er. Dieser Verbrecher ist nicht einmal eure Aufmerksamkeit würdig. Da würde er arrogant werden. Nein, Kind, bringt dem armen Mann das Wasser, nach dem er bittet. Das sagen wir auf gar keinen Fall. Und wieder das Gleiche, also die Anspannung wird hoch, das finde ich schwierig jetzt, aber ein Verbrecher verdient nichts als Verachtung, ist ja auch richtig. Gefühllos möchte ich ihn eigentlich gar nicht unbedingt haben. Aber gut, dann verdient er nichts als Verachtung. Und jetzt, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, das müssen wir unbedingt machen, die Ausbildungsschwerpunkte, oder haben wir das schon gemacht? Da ist es die Verwaltung, das ist von mir aus auch in Ordnung. Dann haben wir Egilona. Ach nee, das haben wir schon gemacht mit der Bildung, richtig. Infant Rodriguez der Zweite, der darf noch gar nicht. Und sie darf auch noch nicht. Nee, doch, das haben wir doch schon gemacht. Alles klar. So, jetzt schauen wir hier. Schaffen die es noch bis zu... Jetzt sind sie weg. Na, hier sind sie wahrscheinlich drin, ne? 280. Ja, ach, jetzt kommen sie. Das könnte gerade so nicht reichen. 300, nee, das wird nicht reichen. Organisierter Dienst ist schön, ein bisschen mehr Steuern. So, was machen wir denn jetzt? Wir sind ein Hauch schwächer. Sie sind gut versorgt. Wir werden hier die Zermürbung, wir sind auch gut versorgt, aber trotzdem gehe ich stark davon aus, dass wir das verlieren werden. Es dauert 17 Tage. Wann sind die hier? Die brauchen keine 17 Tage mehr, glaube ich. Kann ich das irgendwo sehen, wie lange die brauchen? Ich
sehe es nicht. Ich lasse noch mal ein Stückchen. Ah, wir haben es. Wir haben es. Okay, wunderbar. Wunderbar. Dann können wir uns jetzt... Na, jetzt brauchen wir uns nicht notgedrungen zurückziehen. Obwohl, doch, wir können es noch einmal machen. Ich gehe noch mal einen Schritt weg, denn wir können uns ein bisschen wieder noch weiter aufgeboten. noch weitere Aufgebote dazu holen. Da haben wir aber Schwein gehabt. Da muss irgendein Event gerade passiert sein, dass die Belagerung da jetzt gewonnen wurde. Wir haben 17 Gold immerhin bekommen, sind trotzdem natürlich noch deutlich im Minus und wir kontrollieren jetzt Yara. Wir sind bei plus 27%. Das ist nicht so cool. Wir haben 3 Gefangene gemacht. Schauen wir mal ganz kurz, wer da so drin sitzt. Prinz Bermudo Lopez. Ein 3-Jähriger. Der könnte uns jetzt nicht wirklich gefährlich werden. Das ist der Sohn von Malik Lope. Ja, das ist der Sohn vom König hier. Oder vom, wie auch immer das heißt. Was würdest du denn bezahlen dafür? 50. Und Prinz Munio, wir haben die ganzen Kinder, haben wir da weggeholt. Heißt das, dass er jetzt Schwierigkeiten hätte mit einem Erben? Nein, der hat noch haufenweise Geschwister und so weiter. Und dieser Prinz ist aber scheinbar ein anderer. Nee, das sind die gleichen Eltern. Ich habe den gerade nicht gesehen. Würdet ihr für jeden 50 zahlen? Ich glaube, die Kinder würde ich freilassen. Da sind wir gerecht genug. Er ist ein Kegel. Was auch immer das heißt. Steht das da? Ein außerehelich geborenes Kind. Aha, okay. Das nennt sich Kegel, das habe ich ja noch nie gehört. Würdet ihr 50 für jeden bezahlen? Nein, da kriegen wir nur ein schwaches Druckmittel. Bei dem kriegen wir 50. Komm, die Kinder können wir wirklich mal. Wir brauchen Kohle. Und das andere Kind, da zahlt er auch. Hm? Achso, den haben wir. Den haben wir noch nicht. Achso, jetzt müssen wir kurz warten. Ah, das scheint auch mit dem Patch behoben worden zu sein. Kann das sein? Das könnte sein, dass das mit dem Patch jetzt so gemacht wurde, dass der gleiche nicht zweimal bezahlen kann, weil dann war das nämlich immer so, dass man hier 50-50 ausgehandelt hat und dann hatte er kein Geld mehr und hat nur 50-10 bezahlt oder sowas. Okay, was macht ihr Jungs? Ich laufe noch einmal nach Burgos zurück. Jetzt gerade hier nicht rein, wahrscheinlich werden sie aber einfach belagern. Jawohl, tun sie. Dann warten wir kurz die Aufgebote ab, beziehungsweise wir gehen hier, nein, wir gehen hier unten rum. Und gehen dann hier rüber. So, sehr gut. Er hat 50 bezahlt. Wir sind wieder im Plus. Jetzt fragen wir noch den das zweite Kind an. Ich glaube, das war er. Da wird er auch 50 bezahlen. Das fordern wir auch noch ein. Und Fabrique de Castella. Das ist von unserem kastilischen König. Was macht denn der da? Wie kommt denn der in Kerker? Ist ein Bastard, der sich... interessant. Interessant, aber den würde ich auch freilassen für 25. Das Geld können wir gut gebrauchen. So. Was wollte ich machen? Ist doch nicht zu fassen. Vorzug. Lebenswandelvorzug. So, der Stratege immer noch Kriegsgrundkosten, ja, Härte erdulden. Gegnerische Besetzung senken die Kontrolle nicht. Oder Streckenszuwachs... Belagerungsfortschritt gegen Aufstände. Fraktionsmilitärstärke. Ja, wir haben gerade eine Fraktion, aber es ist noch nicht gefährlich, glaube ich. Armee Goldunterhalt minus 15%. Das fände ich ja ziemlich gut. Söldneranwerbekosten ist auch cool, aber ich würde mal Härte erdulden, weitermachen. Die Festungsstufe erhöhen und hier dann auf Armee Goldunterhalt gehen. Ich gehe jetzt wirklich diesen Baum einfach runter, weil ich möchte gerne Aufseher werden. Ich finde, das passt irgendwie zu ihm. Und es gibt uns 2 Verwaltungen dazu. Das könnte nochmal eine Domäne bedeuten. Das ist auch nicht schlecht. Also auch, wenn das jetzt nicht rollenspielmäßig ist. So, jetzt ist die Frage, ob wir das... So, die Lösegeld ist akzeptiert.
liegen bei 52%. Die können jetzt da mal schön stehen bleiben. Ich hoffe, dass wir es jetzt schneller schaffen, das zu belagern, als die, das da oben ist. Liegt jetzt ein bisschen an der Festungsstufe. Die hauen sich echt die Köpfe ein hier bei uns zu Hause. Gibt es denn hier schon, hat sich hier schon was geändert eigentlich? Ne, Moment, wo sehen wir das denn? Ne, dann müssen wir da und dann rein, ne? So. Ne, noch ist alles gleich. Obwohl Monterrey und Tui, das sind, glaube ich, zwei Einzelne nach wie vor. Aber ja, Kastilien ist mächtig. Sehr, sehr mächtig. Auf jeden Fall. Er ist bei 100, er muss noch 225. Er hat wahrscheinlich auch einen Fortschritt von einem. Es kommt hier, ja, über den Berg ist schwierig. Ach, das sind auch 325, das ist nicht gut. Ja, dann müssten wir doch überlegen, ob wir doch nochmal in die Schlacht ziehen. Weil beim letzten Mal war es doch so, kriegen wir noch mehr pro Monat? Wir könnten noch 300 kriegen. Also beim letzten Mal, als sie uns angegriffen haben, hier haben sie einen ordentlichen Bonus bekommen. Das kann allerdings auch sein, dass es den Bonus gibt, weil sie auf eigenem Land sind. Das wären sie ja immer noch. Aber ich glaube, das wird ein ewiges Spiel hier. Wenn wir da hin und her rennen. Pass auf, ich gehe jetzt nochmal außen rum. Währenddessen sollten wir ja Aufgebote dazu bekommen. Ich gehe deswegen außen rum, weil ich das Gefühl habe, dass wir in eigenen Landen mehr Aufgebote dazu bekommen. Das kann Schwachsinn sein, aber ich habe das Gefühl. So, jetzt sind wir wieder in eigenen Landen. Ja, genau. 57 kriegen wir jetzt pro Monat. Das ist doch nicht schlecht. Was willst du hier? Königreich der Bretagne hat hoffentlich nichts mit uns zu schaffen. Ein skandalöser Priester. Die katholische Welt war entsetzt zu erfahren, dass ausgerechnet Papst Alexander in seinem Haus in flagranti mit mehreren jungen Dienstboten erwischt worden war. Der arme Gehilfe, der sie entdeckte, musste gar den Blick abwenden, während die Übeltäter eilig ihre Kleider griffen und sich wieder anzogen. Obgleich die Priester durchaus einmal zu Skandalen neigen, sind viele doch entsetzt darüber, dass das Oberhaupt unseres Glaubens derartigen Verlockungen erliegt. Papst Alexander II. Der Pontifikat. Ist das zu fassen? Wir sollten seine Vergehen verdammen, würde ich sagen. Frömmigkeit, er verliert Meinung von uns. Der Eifer des Katholizismus wird natürlich sinken, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber wir können außerdem öffentlich seinen Charakter verteidigen. Aber nein, das sollten wir nicht. Vielleicht sollte ich dazu einfach schweigen. Wir sind gerecht, da kriegen wir die Anspannung. Hier erhalten wir Anspannung, weil wir sadistisch sind. Aber ich hätte sowieso gesagt, rollenspielmäßig, dass wir auf jeden Fall sagen, wir verdammen sein Vergehen. Denn auch wenn wir jetzt nicht einen christlichen... Doch, wir sind ja Pilger. Dafür sind wir nicht nach Köln gefahren. Übrigens, vielen Dank, fällt mir dabei ein. Scully, glaube ich, war es, der offensichtlich in Köln wohnt und gesagt hat, leider kann man in Köln den Dom gerade nicht besuchen. Der ist wegen Corona gesperrt, also konnte unser sadistischer Herrscher leider nicht rein. Seine Vergehen verdammen wir auf jeden Fall. Wir erhalten nochmal Frömmigkeit, das ist eh nicht schlecht. Und Geld will er uns eh nicht geben. So, wie viele Aufgebote haben wir? Plus 41. Können wir sie vielleicht... Ja, gut, wir kriegen sie vertrieben aus purer Angst vor uns. Dann laufen wir jetzt hier durch und gehen jetzt hier nochmal runter auf den Berg. Oder und sind dann vielleicht schneller. Jetzt kommen die Umayyad hier rum, um die Ecke. Das ist ja nervig. Nee, jetzt gehen sie woanders hin. Okay, die haben auch Angst. Zu Recht. Jetzt gehen die wieder zurück. Aber wenn wir das jetzt besetzen und schneller sind als sie, dann sollten wir die 100% haben und sollten die Forderung durchdrücken können. Was ist denn hier los bei uns? Also, die sind mit Leon im Krieg. Die sind mit... Die kämpfen um dieses Gebiet mit
den allen, verstehe. Und immer mit so Hundertschaften. Hier sind mittlerweile die Westfranken schon wieder. Also die Westfranken, das muss ich auch mal sagen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Bin ich blöd? So. Die Westfranken gehen mir ein bisschen auf den Senkel jetzt hier unten. Also das gehört zu Spanien. Das sollen die Westfranken mal schön in Ruhe lassen, finde ich. Denen gehört auch schon Mallorca hier. Und jetzt erobern die den ganzen Kram. Worum kämpft ihr denn gerade? Ja, um diese beiden Gebiete. Anschluss zu ihren Gebieten. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Na gut, wir kümmern uns erstmal. Oh, Moment. Ratsmitglied er meiner Gildo ist gestorben. Ja, wegen diesen ganzen Kriegen hier bei uns im Reich. Und Vimarano ist auch gestorben. Der Herzog von Portugal oder Porto Chale und der Herzog der Grafschaft von Santiago, die sind jetzt beide tot, weil sie sich hier bekriegen. Das ist doch nicht zu fassen. Jetzt haben wir unseren Rat leer. Vilmarano der Zweite ist nur noch halb so gut. Naja, unseren Bruder können wir jetzt einsetzen mit Verwaltung 14. Ah ne, Roderico. Unseren Ratsmarschall. Naja, gut, okay. Der hat eine 19. Das wäre eigentlich gar nicht so doof. Haben wir denn hier noch jemanden? Gomez de Zuniga ist ein Ritter von uns. Graf Aloito mit einer 12. Ja, komm, dann bringen wir. Moment, erstmal machen wir das, dann ist er nicht gleich sauer, dass er einen Ratsposten verloren hat. Dann würde ich jetzt Roderico zum Ratsverwalter machen. Mit einer 19. Der soll mal ordentlich Steuern eintreiben. Dann bringen wir nicht Roderico, sondern Gomez de Zuniga auf den Ratsmarschallposten. Der gehört natürlich zu einem ganz anderen Haus und so, aber ich glaube, annehmbarer Unterhändler, rachsüchtig, zornig und tapfer. Naja, im Kampf bestimmt nicht schlecht. Okay, und zum Ratskanzler, wen können wir denn da jetzt machen? Gräfin Ermenegilda von Monterey, die hasst uns allerdings. Einfältiger Beschwichtiger, sie ist keusch, eigensinnig und gesellig. Eigenwillig und gesellig. Ja. Sie ist auch noch eine Cousine von uns. Ich würde mal den Mann von Vizcaya dahin schicken, glaube ich, mit einer 15. Da können wir ein bisschen. Also, der muss uns eh mögen. Dem wollen wir noch Land wegnehmen. Ist nicht ganz so gut wie die Gräfin, aber ich glaube, bei einer minus 79. Na, wir schauen mal, wie lange die alle noch so am Leben sind. Ich gebe das mal Herzog Ximeno. So, haben wir hier noch was, was wir machen sollen? Wir können ihn als Verbündeten mit reinrufen. Das wollen wir ja, wie gesagt, nicht. Wir könnten ein Bündnis mit unserem Sohn machen. Unser Erbe ist Vierter in der Rangfolge. Das ist ja echt spät. Vom Herzogtum Kastilien. Das wollen wir wirklich gerne eigentlich haben. Eslonsa kann uns Lösegeld einbringen. Die 10, stimmt. Was war das nochmal? Zu dem Mann von Kastilien, ja. Ja, komm. Die geben wir ihm jetzt. Titel geschaffen werden. Es gibt einige Vasallen, die Ratsposten erwarten, aber jetzt bringen wir erstmal diesen Krieg hier zu Ende. Und lassen nochmal schneller laufen. 10 bezahlt für Eslonsa. Jetzt habe ich nämlich die Zeit schon wieder vergessen. Jetzt ist die halbe Stunde schon wieder rum. Ich wollte doch zumindest, wo sind Sie bei 6,77? Ja, wir sind so knapp vorneweg. Ich lasse das jetzt einfach mal durchlaufen. Und jetzt kommen die Umayyad zu uns. Und inkognito passiert etwas mit Gomez de Zuniga. Das ist unser neuer Ratsmarschall. Heute Abend lege ich alle Symbole meines Ranges ab und bewege mich anonym unter meinen Soldaten. Der Abend ist ruhig und als der Streit beginnt, dringen die Worte laut und deutlich an mein Ohr. Ein Infanterist versucht, den Befehlshaber von den Vorteilen einer alternativen Strategie zu überzeugen. Mein Ratsmarschall Gomez will davon jedoch nichts wissen. Als ich dazu stoße, hebt er gerade die Faust.
Ich gehe dazwischen und beschütze die Soldaten. Ich statuiere ein Exempel an ihnen. Ich schleiche mich davon und ernte die Lorbeeren für die Idee des Soldaten. Also, davonschleichen darf er sich eigentlich nicht. Dazwischengehen wäre möglich als arrogant und gerecht. Ein Exempel an ihnen statuieren, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, was das heißt. Das könnte durch die sadistische Ader erlaubt sein. Ja, also ich würde jetzt wieder eigentlich sagen das, aber das wird die Anspannung um 10 erhöhen, weil wir sadistisch sind. Ha, okay, wir sollten das sowieso nicht tun, denn wir haben die möglichen Ergebnisse, wir siegen 0% oder wir verlieren 100%. ein Exempel statuieren, dann würde allerdings Gomez de Zuniga verwundet werden und Meinung verlieren. Können wir ihn jetzt direkt verwunden? Warte mal, Ratsmarschall. Das ist halt auch noch unser Anführer dann. Dem können wir doch nicht jetzt gleich eine Wunde hauen. Auf der anderen Seite, also davonschleichen ist ja natürlich super. 15 Jahre Kriegsführung plus 1. Aber ich glaube, ich muss hier in den sauren Apfel beißen, weil das davonschleichen ist als gerechter und so, das ist irgendwie, stimmt das nicht. Deswegen werden wir jetzt ein Exempel statuieren und ihm eine reinhauen. Dadurch erhalten wir auch Schrecken. Wir wollten eh eine Schreckensherrschaft machen. So, lieber Gomez de Zuniga, du bist gerade frisch Ratsmarschall geworden. Jetzt hast du erstmal was abgekriegt und jetzt passiert gleich wieder was mit Egilona. Allein in der großen Halle hatte bei unserem, also Egilona, hatte bei unserem letzten Festmahl offenbar so ihre Schwierigkeiten. Sie versteckte sich unter einem der Tische und versteckte sich dort das gesamte Essen über. Und ein Schüchtern wollen wir sie ja eigentlich nicht haben. Aber ich kann diese 30 Anspannung, wir können sie jetzt ungeduldig machen oder unersättlich. Schüchtern ist ja irgendwie sehr schwierig, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Allerdings ist das für ein Mädchen vielleicht auch in Ordnung, für die Tochter. 11 Jahre. Ich bin mal jetzt freundlich zu ihr. Vielleicht passt es nicht so richtig. Ich muss auch jetzt pausieren. Vielleicht passt es nicht so richtig zum Ding, aber ich möchte nicht diese Anspannung bekommen. Nicht zumindest jetzt mitten im Krieg. Wir machen sonst nochmal weiter. Wobei es ja auch passt ein bisschen, dass ein sadistischer König ein bisschen angespannter ist. Insofern sollten wir das vielleicht auch zulassen. So, diese Westfranken müssen dringend in die Schranken gewiesen werden. Das können wir bloß leider nicht machen. Aber das hier können wir machen. 115, 138. Wir werden es schaffen, da vorher fertig zu sein, wenn die Umayyad jetzt nicht hier eingreifen. Gut, das heißt, wir werden diesen Krieg höchstwahrscheinlich am Anfang der nächsten Folge beenden. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut.